So, jetzt geht es weiter mit dem Spinnen. Ich nehme dazu mein Spinnrad von Kromski her, meine Symphony, weil ich eben da weiß, dass ich da einen sehr feinen Faden spinnen kann. Und das brauche ich ja jetzt für mein Sockengarn. Ich habe da schon ein bisschen was gesponnen gestern und es schaut wirklich gut aus. Ich muss jetzt darauf achten beim Spinnen, dass ich nur so viel Drall in die Fasern lasse, dass es eine S-Verdrehung bleibt und keine Z-Verdrehung. Wer das noch nicht weiß, was das ist, also das ist, wie stark die Fasern miteinander verdreht werden. Denn wenn man mal so Fasern in die Hand nimmt und schaut, da, wie die miteinander verdreht sind, die Schlingen, kann man das so sagen, die schaut dann aus wie der Buchstabe S. Und wenn man die noch stärker zusammendreht, dann schaut es aus wie so ein Z. Da werden quasi die Verdrehungen immer stärker, immer kompakter. Das zieht sich zusammen. Und die Z-Verdrehung kann man auch immer bei einem gekauften Garn entdecken. Genau. Kurz nur zur Wolle. Ich habe ja da einen Coburger Fuchs. Und ich muss sagen, also das ist sehr angenehm damit zum Spinnen. Es ist ein sehr weiches Garn, sehr fluffig und es hat auch einen seidigen Touch. Wenn jetzt ich das oft, also beim Spinnen habe, merke ich das, das glänzt furchtbar. Das ist unglaublich schön, das Ganze. Und ich habe ja beim Kardieren zuerst versucht, die ganzen kurzen Fasern auszusortieren. Habe dann festgestellt, dass das ziemlich viel ist, was ich da aussortieren muss. Und weil ich ja parallel dazu momentan meine Jacke stricke und da das Garn aus kurzen und längeren Fasern miteinander versponnen habe, also das war unregelmäßig, das habt ihr vielleicht in den anderen Video von mir gesehen. Und das hat mir jetzt aber so gut gefallen beim Stricken, weil das so einen tollen Effekt hat, das Ganze, dass ich mir jetzt dazu entschlossen habe, auch bei dieser Wolle die kürzeren Fasern mit drinnen zu lassen. Denn dadurch habe ich die Möglichkeit, dass ich meine Wolle so ein bisschen marmorieren kann, ein bisschen schattieren kann. Weil mir aufgefallen ist, die kürzeren Fasern sind meistens etwas dunkler, etwas rötlicher oder bräunlicher. Und es schaut einfach furchtbar schön aus. Also das werde ich immer wieder so machen. Und damit ich natürlich das Ganze spinnen kann, weil die kürzeren Fasern sind schwierig zum Spinnen. Jetzt mische ich die immer unter die längeren Fasern mit rein. Also ich habe da, weiß ich nicht, kann man das so bezeichnen, eine eigene Spinntechnik für mich heute halt entwickelt. Und ja, da lasse ich euch jetzt einfach ein bisschen zuschauen. Und wenn es dazu Fragen gibt, könnt ihr mir gerne mit die Kommentare da Kontakt mit mir aufnehmen. Ja, dann kann es ja losgehen. Ich wickel das Ganze immer da so rundum. Ich nutze da quasi die Bauart von meinem Spinnrad aus.
Und ich verlasse mich da wirklich auf mein Fingergefühl und auf mein generelles, ja, Taktgefühl. Also ich zähle jetzt da nicht mit die Füße 1, 2, 3 und jetzt trete wieder, sondern das mache ich alles nach Gefühl. Ich bin nämlich generell ein Gefühlsmensch, also ich verlasse mich immer auf mein Gefühl. Und vielleicht, also wenn ihr es seht, ich ziehe jetzt da quasi mit meiner linken Hand aus und für die Fasern Richtung Einzugsloch. Und meine linke Hand ist sozusagen auch vorne der Fühler für den Drall. Also ich merke vorne zwischen den Zeigefinger und den Daumen, wie viel Drall da momentan kommt, und lasse dann im richtigen Moment zwischen meinen Zeigefinger und meinen Daumen den Drall weiter nach hinten in die Fasern gleiten oder fließen, kann man da dazu sagen, währenddessen ich mit der anderen Hand hinten die Hauptfasern, also den Büschel da, den Bauschen, festhalt und immer wieder mit der rechten Hand fühle, wie sich gerade momentan mein Vlies verhält, dass ich da keine Knubbel oder kein Klumpen zum Schluss habe. Oder wenn ich auch merke, jetzt kommen gerade sehr viele kurze Fasern, dass ich mir dann von weiter hinten aus dem Vlies wieder längere Fasern mit dazu hole. Dass das immer schön gleichmäßig dahin geht. Und wenn ich merke, ich habe da mal einen größeren Knubbel, dann kann man da ein bisschen so wuseln zwischen Zeigefinger und Daumen, damit der Knubbel sich mit dem Drall besser verschließt. Oder wenn ich so dickere Stellen habe, wo ich sage, nein, das will ich jetzt aber nicht haben, dann tue ich mit der rechten und mit der linken Hand das Ganze nochmal ein bisschen auseinanderziehen, meine Fasern sozusagen präparieren. Genau. Und immer darauf achten, jetzt mache ich mal einen Stopp. Beim Bremsen mache ich das so, tue ich kurz mit sehr viel Gefühl in die entgegengesetzte Richtung stoppen, weil dann das Rad sanft zum Stillstand kommt. Jetzt lege ich meine Fasern da kurz ab, also mein Vlies. Ich wickel das da immer so rundum, weil man da dann den Drall super so sichern kann. Und wenn ich ganz aufhöre zum Spinnen, dann wickel ich das nochmal komplett rundum. Wenn ich dann nicht so viele Fasern drauf habe, entweder schließe ich dann kurz vorm Abschluss vom Spinnen nochmal ein Vlies an. Oder wenn es gegen Ende kommt, dann nehme ich gern so einen Faden, so einen Wollfaden, so einen dickeren, und mache da quasi zu, indem ich das rundum schlinge und dann festbind. Ja, warum ich gestoppt habe, ist, man sollte immer Auge auf die Spule haben. Und zwar, wo ist er denn jetzt? Genau. Ich wickel nämlich jetzt gerade in diesem Bereich auf und da merke ich, da ist jetzt, könnt ihr das vielleicht so sehen, der Huckel schon größer wie im Rest. Und ich möchte ja natürlich, dass sich der Faden gleichmäßig auf meine Spule wickelt, und darum stellt man dann den Haken immer wieder regelmäßig um. Wichtig ist, immer den restlichen Haken, wo wir gerade nicht wickeln, müssen mitgenommen werden. Also nicht so, sondern die anderen Haken alle immer mitnehmen.
Und ich wickelt immer von Haken zu Haken und dann wieder zurück. Jeden Haken immer mitnehmen. So mache ich das. Ja, und jetzt lasse ich euch einfach noch mal ein bisschen von einer anderen Perspektive zuschauen. Vielleicht, dass man es noch ein bisschen schöner sieht, das Ganze. So, einmal von der anderen Perspektive. Und Spinnen tue ich auch im kurzen Auszug. Denn wenn man ein sehr feines und festes Garn haben möchte, ist das die bewährte Methode. Einen kurzen Auszug zum Spinnen, weil es stabiler wird. Also das, was ihr hören könnt, ist lediglich meine Spule und das Spinnrad, sonst hört man gar nichts. Staut sich da gerade ein bisschen so mein Vlies. Jetzt muss ich wieder die Fasern von hinten mit dazu holen oder von vorne, besser gesagt, damit das Ganze gleichmäßiger bleibt. Wenn ich jetzt gerade was am Vlies zum Zupfen habe, dann will ich mit dem Treten immer ein bisschen langsamer. Lass den überschüssigen Draht zuerst in die Fasern rein und dort dann wieder beschleunigen. Und wenn man sich da eine Zeit lang eingefunden hat und die Fasern, sage ich jetzt einmal, wieder kennengelernt hat, weil jede Faser, also jede Schafrasse oder generell Wollart, also Alpaka, Yak oder wie auch immer, verhält sich ja anders da. Und da muss man erst am Anfang ein bisschen, finde ich, sich da ein wenig neu fühlen und dann geht es auch wieder ziemlich flott dahin. Also ihr seht, da haben Füßestellen dabei. Aber da ich ja jetzt von meiner anderen Wolle bereits weiß, dass das gar nicht einmal so
schlimm ist, weil es halt einfach schön ausschaut und weil mir das besonders gut gefällt, lasse ich das jetzt auch so. Ist natürlich Geschmackssache. Also der eine mag es, wenn es nur strikt ganz glatt und gleichmäßig das Garn ist, und der andere ist vielleicht da ein bisschen verspielter. Ich habe mich jetzt für das entschlossen, weil es mir einfach gut gefällt. Und dann spart man, oder was heißt sparen, braucht man oft auch gar kein Muster nicht neu stricken, weil dann das Garn allein durch die Textur so viel hergibt, dass man da gar kein Muster dann neu stricken muss, braucht, je nachdem. Es sei denn, also ich stricke schon auch gern Muster, dann mag man natürlich auch wieder gern Muster stricken, dann braucht man wieder ein anderes Garn. Und das ist so seidig, das fließt, das ist der absolute Wahnsinn. So einen tollen Schimmer. Ja. So, ich glaube, ihr habt es gesehen, wie ich das mache. Und so schaut es aus. Nochmal. Entschuldigung, wenn ich so wackel. Genau, das wird, glaube ich, ganz super, das Ganze. Ja, da werde ich jetzt alles hier so verspinnen. Und wenn ich dann beim Verzwirnen bin, na, lasse ich euch noch mit zuschauen. Alles klar, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Über einen Daumen hoch oder ein Abo, da würde ich mich freuen. Und bis zum nächsten Mal. Servus, pfiat euch.